Hallo, wir sind Aaron und Jakob und wir sind heute im Hodlersaal im neuen Rathaus Hannover. Und hier arbeiten wir am Projekt Leibniz plant das E-Mail-Zentrum im Rahmen der Aktion November der Wissenschaft. Am ersten Projekttag werden die Schüler der IGS Linn und der Ludwig-Winter-Schule in das Thema eingeführt und von Experten begleitet. Am zweiten Projekttag diskutieren sie mit Politikern ihre Ideen vom ersten Tag und bekommen einen Eindruck eines Wissenschaftsparlaments. Ich glaube, es zeigt einfach, dass nicht nur erwachsene Expertinnen und Experten in Anführungsstrichen irgendwie dafür offen sind und dafür Ideen entwickeln können, sondern um das E-Mail-Zentrum wirklich nachhaltig neu zu gestalten, braucht es alle Menschen und vor allem junge Menschen. Also momentan beschäftigen wir uns so ein bisschen mit dem Aufbau und der Unterbringung von Einrichtungen, wie man das ganz neu planen könnte. Ich bin gleich in einer Schülergruppe und stelle dabei mich als Experte zur Verfügung, um darüber zu sprechen, wie wir das E-Mail-Zentrum ökologisch weiterentwickeln können. Ich finde das total gut, dass sich jetzt auch Schülerinnen und Schüler mit dem Thema beschäftigen, weil viele Erwachsene beschäftigen sich schon damit und in meinem Aufgabengebiet junge Kultur beschäftige ich mich sowieso damit. Was möchten eigentlich junge Leute in Hannover machen? Ich sage, dass das bestimmt ein sehr spannendes Projekt ist, weil es immer gut ist, wenn Menschen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, nichts mit Planen zu tun haben, einen Einblick darin gewinnen, wie so ein Planungsprozess eigentlich funktioniert. Wir planen verschiedene Sachen, die das E-Mail-Zentrum und den weiteren Verlauf dessen betrifft. Ja, ich fände es schön, wenn da wieder Leute wohnen würden, wenn man Freizeitangebote hätte, wenn es ein bisschen grüner wäre. Also ich möchte ja gerne meinen Schülern nicht nur in 11 irgendwie Politik theoretisch beibringen, sondern es ist ja ein wichtiges Ziel. Ich finde, es ist auch ein Ziel von IGS insbesondere, aber überhaupt auch von Schule, Schüler zu emanzipieren, ihnen zu ermöglichen, an Politik teilzuhaben, und das ist eine ganz große Chance hier. Das heißt, zu so einem komplexen Problem wie dem E-Mail-Zentrum mal die Meinung von Jugendlichen einzuholen, die aber vorher auch noch von fachlich versierten Menschen darauf vorbereitet wurden. Meine Aufgabe ist es, Tipps zu geben und Unterstützung zu geben. Die Gruppe zu begleiten in ihrer Meinungsfindung, Tipps zu geben, wie man sich Mehrheiten sucht, dass die Gruppe wirklich jeden Antrag durchliest und entscheidet, stimmen wir dem Antrag der anderen, sagen wir mal Partei, zu oder lehnen wir den ab? Wenn ja, warum? Ich finde es grundsätzlich sehr, sehr gut, dass sich Leute Gedanken darüber machen, was man eigentlich im E-Mail-Zentrum verändern könnte. Das Projekt ist durchaus interessant, weil es ganz neue Menschen mit der Problematik E-Mail-Zentrum in Kontakt bringt. Eine Immobilie, die sehr problematisch ist. Das Projekt ist für mich sehr interessant und anhand der Anträge, die ihr gestellt habt, auch nachvollziehbar. Wenn sich junge Leute mit Dingen, die unsere Stadt betreffen, beschäftigen, wenn es darum geht, Herausforderungen in dieser Stadt zu lösen, dann bringen junge Leute ganz andere Ideen manchmal rein als die Politiker. Ich finde das spannend. Erstens ist Leibniz eine faszinierende Persönlichkeit. Zum Zweiten ist das E-Mail-Zentrum ein Ort in Hannover, der viele Leute beschäftigt und aufregt. Und zum Dritten ist das hier praktische Kommunalpolitik. Es wird lange schon Zeit und ich freue mich schon auf super, super gute Ideen. Ist Politik und jetzt zum 1% Politik zum 1% e.V.